Der Begriff Faschismus bezeichnete zuerst die von Benito Mussolini 1922 zur Macht geführte politische Bewegung in Italien. Von dort aus wurde der Begriff für ähnliche politische Strömungen und Systeme anderer Staaten, vorwiegend in Europa, besonders in den Jahren 1920 bis 1945 verwendet. Faschistische Strömungen gab es weiterhin auch in Asien und Lateinamerika. Unter diesem Sammelbegriff werden verschiedene historische und ideologisch-politische Richtungen eingeordnet, darunter der deutsche Nationalsozialismus sowie weitere, meist rechtsgerichtete politische Bewegungen, die Diktaturen stützen oder anstreben. Vom Ursprung her sind es national- und sozialrevolutionäre Bewegungen mit meist totalitären Zügen. Dieser Artikel behandelt die historischen faschistischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Es hält sich die Legende, der Begriff Faschismus sei ursprünglich von lateinisch fasces abgeleitet. Dieses Rutenbündel war ein Symbol der Macht des Römischen Reiches, das die antiken Liktoren vor den höchsten römischen Beamten, den Konsuln, Prätoren und Diktatoren hertrugen. Außerhalb des antiken Rom wurde das Rutenbündel zusammen mit einem darin eingewickelten Beil, Liktorenbündel, italienisch, littorio, verwendet. Seit der Französischen Revolution wurde das Symbol im Sinne der Volkssouveränität verwendet und stand für die Staatsgewalt, die das Volk innehaben sollte. Das italienische Wort für Bündel kann sich zudem auch auf Bünde, also Verbände, beziehen. In diesem Sinn wurde der Plural Fasci seit etwa 1870 für Gewerkschaften, Bauern und andere Interessenverbände verwendet. Aus solchen Bünden, den Fasci dei Lavoratori und den Fasci Siciliani, gingen die italienischen Faschisten und mit ihnen der Begriff Faschismus hervor. Das Rutenbündel wurde nach dem Ersten Weltkrieg zum offiziellen Zeichen der von Mussolini geführten Bewegung Fasci Italiani di Combattimento, wörtlich, italienischer Kampfverband, die er am 23. März 1919 gründete. Er nutzte die drei Symboldeutungen Zentralgewalt, Volksherrschaft und Zusammenhalt für seine Propaganda, etwa in Monumentalbauten wie dem Siegesdenkmal Bozen und in seiner Standarte. Georgi Dimitrov definierte den Faschismus 1933 als die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Kommen wir zu den faschistischen Strömungen in den verschiedensten Ländern der Welt. Italien, 1922 bis 1945. Zunächst war Faschismo nur die Bezeichnung der politischen Bewegung, die aus den von Benito Mussolini 1919 gegründeten Fasci Italiani di Combattimento, italienische Kampfbünde, hervorging und die 1922 die Macht in Italien eroberte. Ihre wesentlichen Elemente waren eine extrem nationalistische, populistische Herrschaftsform mit ausgeprägtem Personenkult, eine nachdrückliche Ästhetisierung von Politik sowie die Betonung des voluntaristischen Zuges der Politik, also des Vorrangs des Willens vor der Ökonomie. Erst die europäische politische Debatte der 1930er Jahre, vor allem von kommunistischer Seite, ließen den bis dahin auch in Deutschland üblichen Begriff Faschismus, zugunsten des über Italien hinaus üblichen Begriffes Faschismus zurücktreten. Der Gründer des italienischen Faschismus, Benito Mussolini, hatte seine politischen Wurzeln in der Sozialistischen Partei Italiens, PSI, in der er den linkssyndikalistischen Flügel vertrat. Obwohl Mussolini 1914 das Antikriegsmanifest der PSI unterzeichnet hatte, gründete er kurz darauf die Bünde der Revolutionären Aktion, FAR, die für den Kriegseintritt Italiens eintraten. Daraufhin wurde er aus der PSI ausgeschlossen und bekämpfte in der Folgezeit mit seinen Kampfbünden sozialistische und kommunistische Parteien und Organisationen, mit oft massiven gewaltsamen Übergriffen. Die Squadrie, die paramilitärischen Verbände der Fasci, übten unter seinem Oberbefehl jahrelang Terror gegen Gewerkschafter, linke Gruppen und unliebsame Politiker in Nord- und Mittelitalien aus. Die Fasci wuchsen nach 1921 rasch zur größten Massenbewegung Italiens an. Am 7. November 1921 wurde in Rom die Umwandlung der Fasci di Combattimento,
in die Partito Nazionale Fascista, als politische Vereinigung und Volkspartei vollzogen. Mussolini wurde, als er 1922, beim Marsch auf Rom, mit einem Putsch drohte, von König Viktor Emanuel III. Zum Ministerpräsidenten ernannt. Eine Dominanz, über alle gesellschaftlichen Bereiche wie die NSDAP in Deutschland, erreichte die faschistische Partei Italiens nicht. 1925 verbot Mussolini die sozialistische Partei und antifaschistische Organisationen, und schuf mit seinem Führerkult ein Modell für andere faschistische Diktaturen wie den deutschen Nationalsozialismus. Der Duce präsentierte sich als Mann des Volkes, als Arbeiter, Vater, Sportler, Frauenheld, Soldat, mit Uniform und martialischem Auftreten. Der Großmachtanspruch des antiken Römischen Reiches blieb leitende Idee des italienischen Faschismus und führte etwa zum Überfall auf Äthiopien 1935. Ab 1938 verfolgte er auch offiziell eine antisemitische Politik. Nach der Landung der Alliierten in Sizilien wurde Mussolini 1943 vom Großen Faschistischen Rat, dem faschistischen Exekutivorgan, abgesetzt und in Folge inhaftiert. Am 12. September 1943 befreiten deutsche Fallschirmjäger den auf dem Gran Sasso gefangen gehaltenen Mussolini. Im April 1945 wurde er wiederum von kommunistischen Partisanen gefangen genommen und standrechtlich erschossen. Kommen wir zu Deutschland und dem Nationalsozialismus. Lange Zeit vertrat die Forschung die Ansicht, im Gegensatz zum Nationalsozialismus sei der Faschismus nicht ursprünglich antisemitisch gewesen. Antisemitische Elemente habe er erst aufgenommen, als Mussolini das Achsenbündnis mit dem Deutschen Reich unter Adolf Hitler geschlossen habe. Der Antisemitismus sei noch verstärkt worden, als Mussolini nach seinem Sturz seine unter deutscher Vorherrschaft stehende Repubblica Sociale Italiana gründete. Neue Forschungserkenntnisse erweisen diese Ansicht zumindest als fragwürdig, wenn nicht als falsch. Im Faschismus waren seit 1919 von maßgeblichen Protagonisten immer wieder antisemitische Parolen und Gedanken geäußert worden, die allerdings erst 1938, also anders als beim von Anfang an offen antisemitischen Nationalsozialismus, offizielle Politik wurden. Dennoch kam der Antisemitismus nicht erst gegen Ende der 1930er Jahre als neues Merkmal zum Faschismus hinzu, sondern war ihm von Anfang an inhärent gewesen und trat jetzt nach einem jahrzehntelangen Radikalisierungsprozess in den Vordergrund. Die judenfeindliche Gesetzgebung seit 1938 war das Ergebnis dieser Radikalisierung. Während aber der NS-Staat mit der Ermordung der europäischen Juden ein singuläres Verbrechen beging, gingen Mussolini und seine faschistischen Gefolgsleute über Entrechtung, Enteignung und Vertreibung kaum hinaus. Der vernichtende Antisemitismus, der sich bis spätestens 1939-1940 mit der Ermordung polnischer Juden entwickelt hatte, ist im faschistischen Italien nur in Ansätzen zu finden. Im italienischen Faschismus gab es keine wie im Nationalsozialismus ausgearbeitete Rassenideologie. Wo das Wort Rasse, Razza, überhaupt benutzt wurde, hatte es zumindest bis 1938 oft keine biologische Bedeutung, sondern wurde in dem auch in Deutschland früher gebräuchlichen Sinn von rassig als edel benutzt, ohne auf Abstammung abzuheben. Nach 1938 allerdings verbreiteten sich auch im faschistischen Diskurs biologistische Auffassungen immer stärker. Rassistische Überzeugungen, die sich zunächst vor allem gegen dunkelhäutige Afrikaner und gegen Slawen gerichtet hatten, wurden in den 1930er Jahren zunehmend antisemitisch gefärbt. Die faschistische Neue Ordnung unterscheidet sich deutlich von dem vom Nationalsozialismus angestrebten Modell. Während Hitler einen völkisch geordneten Rassestaat zu errichten versuchte, strebte Mussolinis Regime nach einem starken Staat unter Einbindung der alten Eliten und nach der Etablierung einer zwar skrupellosen, aber doch größtenteils traditionellen Macht- und Expansionspolitik. Das faschistische Italien führte von Anbeginn an Krieg. In Libyen und in Äthiopien setzte es Mittel ein,
die in der Geschichte des Kolonialismus ohne Beispiel sind und die später im Zweiten Weltkrieg im allergrößten Maßstab angewandt wurden. Massenumsiedlungen, Repressaltötungen, Massenerschießung von Kriegsgefangenen, Konzentrationslager, Einsatz von Giftgas. Auf dem Balkan entfaltete der italienische Faschismus wiederum ein gewalttätiges Potenzial. Unter dem Deckmantel der Partisanenbekämpfung hinterließen italienische Soldaten Spuren der Vernichtung, die denen des Dritten Reiches in Polen, in der Sowjetunion und auf dem Balkan nicht unähnlich waren. Im Vergleich mit dem Nationalsozialismus ist in der Militärgeschichte des Faschismus ein ähnliches Maß an Brutalität und Gewaltbereitschaft anzutreffen. Der Faschismus kultivierte wie der Nationalsozialismus ein rigides Führerprinzip, allerdings nicht in der radikalen Konsequenz wie in der deutschen Diktatur. Die Bezeichnung Duce, Führer, ab Mitte der 1930er Jahre, war ideologisch überhöht. Neben dem Duce gab es jedoch noch einen faschistischen Großen Rat und den König, und Mussolini brauchte bedeutend länger als Hitler, um seinen unumschränkten Führungsanspruch durchzusetzen. Die Zahlen der politischen Opfer des italienischen Faschismus sind weitaus geringer als die des Nationalsozialismus. Im Faschismus wurden kaum Todesurteile gegen Regimegegner gefällt. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass auch das faschistische Regime Oppositionelle umbringen oder hinrichten ließ. Unter dem Strich bleibt jedoch das Ergebnis, dass Mussolini und seine Schwarzhemden nicht wie das nationalsozialistische Regime zum systematischen Terror gegriffen haben, um sich an der Macht zu halten. Weitere von Mussolini und auch Hitler bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs protegierte faschistische Diktaturen bestanden, in Ungarn unter den Pfeilkreuzlern, in Kroatien unter dem Regime von Ante Pavelic, in Sabin im Zweiten Weltkrieg unter Milan Nedic, und Rumänien unter Ion Antonescu. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nutzten europäische Nationalsozialisten und Faschisten das für sie günstige Umfeld lateinamerikanischer Militärdiktaturen. Über die sogenannten Rattenlinien, von US-amerikanischen Geheimdienst- und Militärkreisen geprägte Bezeichnung für Fluchtrouten, gelangten weltweit gesuchte Kriegsverbrecher wie Adolf Eichmann oder Josef Mengele nach Argentinien und Paraguay, wo sie unter falschem Namen untertauchten. Bei Klaus Barbie, der sich auf diese Weise 1951 nach Bolivien absetzen konnte, ist eine spätere Tätigkeit für das bolivianische Innenministerium als Ausbilder und Berater nachgewiesen. Die neue Welle rechtsgerichteter Diktaturen der 1960er und 1970er Jahre hat Spekulationen über einen neuen lateinamerikanischen Faschismus ausgelöst. Doch sind diese Systeme eher rechtsgerichtete Militärsysteme ohne eine ausgeprägte Ideologie oder eine mobilisierte politische Basis, welche eher durch Bezeichnungen wie militärisch-bürokratischer Autoritarismus als mit dem Begriff Faschismus zu bezeichnen sind. Im Marxismus werden sie dem Bonapartismus zugerechnet. In Chile stürzte 1973 General Augusto Pinochet, durch einen Putsch mit Hilfe der USA, die demokratisch-sozialistische Regierung Salvador Allende, und ersetzte diese durch eine Diktatur.